Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst heute Morgen, Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern, der Sonntag, den man traditionellerweise früher hat konfirmiert. Das war noch so mit dem Frühlingsschulanfang. Und es ist jetzt der Sonntag, den wir um hier einladen. Die vor 50 Jahren konfirmiert worden, zur sogenannten goldigen Konfirmation. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber auch am Grosslohner war die musikalische Einstimmung und jetzt der Brienzergrad Jutz. Musikalisch wird die vier mitgestaltet heute vom Willi Michel, Büchel und Alphoren und von Walter Blatti an Handorgeln mitgekommen sind. Flubach, Jodler, schön, dass ihr heute bei uns seid. Uns verbindet den ganzen Haufen und das ist für mich eine grosse Freude, dass wir heute die vier zusammen dürfen gestalten. Ich habe eine Kerze angezündet für die beiden kürzlich Verstorbenen aus unserer Gemeinde, Verena Feutz und Ruth Abplanalp, die beiden Trauerfamilien, möchte ich auch besonders begrüßen in unserer Mitte. Und natürlich auch Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden. Heute vielleicht ein bisschen weniger nervös, als vor 50 Jahren. Ich weiß nicht. In jedem Fall schön, dass ihr da seid. Es sind, wenn ich recht habe, zählt, 17 konfirmiert worden. Und 18, ich weiß nicht mehr genau, 14 davon haben wir einladen können. Angemeldet haben sich 12, das ist sensationell. Und gekommen sind es 11, eins hat Grip. Ja, nun, schön seid ihr da, wir kommen dann noch zu euch. Und alle anderen ein herzliches Willkommen. Wir tragen zusammen, was wir zusammen tragen heute Morgen, wo wir herkommen, jedes von seinem Ort, was wir haben erlebt in den vergangenen Tagen. Schwieriges, Gutes. Ich lade euch ein zu einem Moment der Besinnung und vom Gebet. Trau an Gott, Schöpfer von allem, was lebt. Auch uns hast du das Leben gegeben. Hast du uns den Weg machen lassen, unser Leben. Bis heute. Hier dürfen wir zusammenkommen, in unserem schönen Kirchenraum, an diesem Sonntagvormittag, in Freiheit, ohne Angst müssen zu haben, um Hab und Gut, in einem Land, wo wir Frieden haben und wo es gut geht. Grund zur Dankbarkeit. Dankbarkeit auch für den Weg, den jedes machen konnte bis zum heutigen Tag. Besonders sogar jedes von denen, die vor 50 Jahren als Konfirmandin oder Konfirmand ist hier gewesen. Lass du das zusammen sein gelingen. Uns zur Freude und dir zur Ehre. Amen. Was hören wir als nächstes? Oh!
Etwas für das Leben, etwas für das Leben, habe ich das Plakat geschrieben, für eine Liebe Gottes hier ist. Schlussendlich, wenn wir hier in Kirche zusammen sind, werde ich gerne hoffen, dass wir etwas mitnehmen für das Leben. Im Sommer natürlich ein junger Leib da sein, im kirchlichen Unterricht und konfirmiert werden, wollen wir ihnen gerne etwas mitgeben für das Leben. Euer Werder Hans hat mir noch etwas erzählt vom Elch. Es war nicht der schlimmste Jahrgang, aber er hat eine kleine Karriere erlebt. Euer Werder Hans ist ja als ganz junger Pfarrer hier angekommen. Wir waren der dritte, vierte Jahrgang für ihn. Und er ist gerne noch zu tun, pensionierter Pfarrer und sehr aktiv. Er hat heute das Laufen geredet und hat gesagt, er kommt noch. Aber er ist da. Und er kann leider auch nicht mehr sein. Aber ich wollte den Elch schon noch fragen. Dem einen oder anderen habe ich schon etwas geredet. Was hat er Elch so mitgegeben für das Leben? Da kommen ja so Geschichten. Da kommen als erstes Anekdote von einem rassigen Auto, das der junge, ledige Pfarrer daheim gegeben und im Dorf umeinander geschnossen ist mit dem roten Porsche. Oder wie er ein Dutzend von Elchen in einen VW geladen und mit noch auf 100 Stockkuh sieg für eine Predigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein Jahrgang war, aber jedenfalls so Geschichten, die einem bleiben und die einem unter Umständen mehr geben für das Leben, was man miteinander hat erlebt, weder das, was man vor Wandtafeln hat abgeschrieben. Etwas für das Leben. Das soll so heute sein, unser Zusammensein, für uns alle. Etwas für unser Leben und Weiterleben und Zusammenleben. Elfi Sinetze. Da, ich sage kurz die Namen von denen, die da sind. Übrigens hat es dann hier noch eine kleine Galerie von allen Vorgängerinnen und Vorgängern, die in den vorderen Jahren da waren und wo wir ein Foto gemacht haben. Und die Namen habe ich auch dazu geschrieben. Ihr könnt da nachher eins noch ein bisschen schauen und vergleichen, ob ihr noch alle kennt. Und wir werden dann auch ein Foto machen, natürlich miteinander. Also, Grip hat Dänler Heidi, sie ist leider nicht da, aber anwesend ist Christine Bissegger, Elsbeth Helen Bodmer, Margrit Neiger, Margrit Losli Schleppi. Nachher von den Männern der Hans Brücker, der Uli Huber, Ernst Zahli, Ernst Winisdörfer, der Urs Winterberger, der Heinz Zibach und der Kurt Zibach. Flott, dass ihr sie gekommen, dass das so möglich ist, dass wir zusammen sind. Es ist für uns als Gemeinde eine wunderbare Gelegenheit, um hier den Faden aufzunehmen, ins Gespräch zu kommen, zu hören, wie war das denn, gewesen, wie ist das heute, wie erlebt ihr es, was seid ihr unterwegs?
zum heutigen Sonntag, eben Palmsonntag, ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, der Palmsonntagsbericht, ein Teil daraus aus dem Lukas-Evangelium. Jesus zog nach Jerusalem weiter. In der Nähe der Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg schickte er zwei Jünger voraus und trug ihnen auf: Geht in das Dorf da vorn. Am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Wenn euch jemand fragt, warum ihr den Esel losbindet, dann antwortet: Der Herr braucht ihn. Die beiden gingen hin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer: Warum bindet ihr ihn los? Der Herr braucht ihn, antworteten sie und brachten den Esel zu Jesus. Dann legten sie ihre Kleider über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Unterwegs breiteten die anderen Jüngerinnen und Jünger ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Als Jerusalem in Sicht kam, dort, wo der Weg den Ölberg wieder hinunterführt, brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger Jesu in lauten Jubel aus. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Frieden im Himmel. Gott gehört die Ehre. Dem Wegli nah, ein Lied von Willi Michel. Thank you.
Naturjutz aus dem Frutigtal. Das tut gut. Etwas für das Leben. Am Palmsonntag sage ich ja auch Kleidersonntag. Weil am Palmsonntag, und das haben wir vorhin gerade umgekehrt in der Lesung, in der Geschichte, wie das ist gegangen, nicht nur Palmenzweige haben sie auf die Straße gelegt, links und rechts die Leute, die da sind gestanden, weil Jesus ist eingezogen in Jerusalem. Nein, auch Kleider. Kleider haben sie vor ihm hergelegt. Darum sagen wir Kleidersonntag. Und Kleider und Konfirmation, das ist naheliegender weder Palme und Konfirmation. Ich weiss nicht, was ihr denn für eine Sache habt, für eure Konfkleider auszulesen. Leider habe ich kein Konf-Foto von euch. Anscheinend habt ihr nicht fotografiert, jetzt weiss ich nicht, seid ihr nicht so flott gewesen? Oder habt ihr es einfach vergessen? Es ist dann auch noch brav, wenn man nach 50 Jahren die Foto für ihr nimmt. Und dann haben wir geschaut, wie immer dann aussehen. Wir haben natürlich ein Konf-Foto von uns. Und auf unserem Konf-Foto, da bin ich auch brav angelegt und trage einen Kittel, was der Hochzeitskittel von meinem Grossetti war. Das habe ich dann so wollen, keine Ahnung warum. Es hat nichts anderes gegeben. Erwin Abeckle, der Älter,
sein Hochzeitskittel. Den habe ich nicht gekannt, den Erwin Abeckle, mein Grossetti. Der ist jung gestorben. Der hat am Strom gearbeitet, ist Hochspannungsmonteur gewesen, hat zu Thun gearbeitet und ist mit seiner Equipe hier im Hasli unterwegs gewesen und hat da Masten gebaut. Das war die Zeit vom Kraftwerkbau. Sein Kittel wollte ich tragen. Und jetzt stehe ich hier. Keine Ahnung, ob er es irgendwie mitbekommt, dass ich jetzt auch hier bin als sein Enkel. Aber mich berührt es. Das mit dem Gewand. Wie das ist gekommen. Etwas für das Leben. Mitgeben. Und neben dem Gewand, was ich von ihm getragen habe, natürlich, was habe ich von ihm sonst? Ihn habe ich eben nicht gekannt. Er ist vor meiner Geburt gestorben. Aber er hat etwas seinem Sohn mitgegeben, meinem Mette, und er hat es umher mir weitergegeben. Und etwas, was mir ist geblieben, zum Beispiel, Beat, es kommt nicht so darauf ab, wie viel das du hast, sondern was daraus machst. Was daraus machst aus dem Gewand, was du drehst im Leben. Um das geht es. Nun, jetzt habe ich ein anderes Gewand. Zwar kein Talar. Irgendjemand hätte ich einen, aber ich lege ihn nicht so gerne an. Aber jedes von uns dreht sein Gewand, dir zu leben. Zum Beispiel das Arbeitsgewand, oder? So als Bankmitarbeiterin oder als Schreiner. Oder was wir auch machen im Leben, was er gemacht hat. Wir haben so seine Kutte, die man dreht. Und wenn es ausmacht, haben wir es freiwillig abgelegt? Ist es nicht abgelegt worden? Wie haben wir es getragen? Wie tragen wir es gäng noch? Einer hat gebaut und dann hat er auch einen jungen Esel gehabt. Ein junges Esel. Und er hat Pläne gehabt mit diesem Tier. Was man dann mit dem alles kann, wie das Lasten tragen kann, wie man das brauchen kann. Ein wertvolles Tier. Und du bist einer gekommen und hat zu ihm nur gesagt, der Herr braucht ihn. Und du hast ihn nicht gern. Und das war das Wichtigste. Der Herr braucht dich. Etwas für das Leben mitgeben. Was du auch bist, was du machst, was du hast gemacht, welche Kutte das du hast gedreht. Der erste von den Jüngern kam, hat seine Kutte von eins auf das Esel gelegt. Und die anderen vor ihm auf den Weg. So haben wir es gehört, dass der Heige, der Herr, können darüber schreiten. Wenn das nicht ein Bild ist für das Leben, es ging um mich heranlegen. Und sagen, da nimm es, kannst du es brauchen. Oder umgekehrt gesagt, unseren Jungen sagen, jedes von euch ist wertvoll. Zu jedem von euch wollte ich sagen, du wirst gebraucht, genau dich braucht es. Träg deine Kutte mit Würde, mit Stolz, mit Ehr. Mach das Beste aus dem, was du hast. 1973, vor 50 Jahren, ich dachte, was ist denn so im Gerät gsi. So wie man sich besinnen, man staunt, Energiekrise. Energiekrise. Autofreier Sonntag, mögt ihr euch besinnen? Da hat man können endlich Töpfchen fahren, oder? Die grosse Freiheit. Dann musst du am Sonntag zu Fuss gehen. Da kommen vielleicht auch noch Erinnerungen, ich weiß nicht mehr, wie viele von denen das gegeben hat. Aber ich mag mich auch noch besinnen, bin ich so berührt, als ich aufgewachsen bin, Hauptstrasse. Wenigstens ein Tag war still. Und wir sind da zu Fuß, das Haus gegen das Moos. Und auf der Strasse, da kann ich mich besinnen, ist man da spaziert und hat zusammen gedorft. Energiekrise. So seid ihr als junge Menschen ins Leben gestartet, in einem Jahr, wo man überall von Energie und Erdölknappheit hat berichtet. 50 Jahre später sind wir nicht viel weiter. Mangellage. Energiemangellage.
Und so, man kann das Leben ganz verschieden angeschaut, aber ich habe es so angeschaut, von 15 bis 65, von einer Mangellage zur anderen. Aber dazwischen ist ja das Leben. Und hoffentlich nicht einfach eine Dauermangellage. Was habt ihr gemacht mit dem, was ihr mitbekommen habt? Was machen wir alle damit? Und das mögen noch viele Jahre kommen. Für uns alle. Nach diesen 50 Jahren. Und heute mal mehr schauen wir mit Zuversicht in die Zeit, die kommt. Auch wenn in den Medien eben mal mehr davon zu reden ist, das länge nicht. Wir haben zu wenig. Dann sage ich mal mehr, es längt. Du hast genug. Mach etwas damit. In dem, dass du es teilst. Und das hört mit der Pensionierung dann nicht etwa auf. Der Herr braucht dich. Das genügt. Das ist mein Wort an euch. Etwas für das Leben. Amen. Am Chientaler Sonntag. Gell? Wann der nächste? Ich weiß nicht, ob das dann ein Auto frei war, aber im Chiental, was das... aus dem Rüttigland, Chientaler Sonntag. Ich probiere. Komponiert von Fred Grossklaus aus Bern. Wir haben noch nie zusammen gespielt, aber er gehört es. Ja. Thank you.
kurzes Gebet, eine Fürbitte, so nach diesen Gedanken von mir etwas für das Leben. Ein altes Gebet von Niklaus von Flüe, was schon Generationen haben gebetet. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Jetzt bitte ich euch, Helfung an diese vier zu kommen. Da müsst ihr durch. Einfach gerade hier zwischen Kerzen und da stehen. Es ist schön zu sehen, wie man sich umher begegnet, eben so wie einander, ich glaube effektiv, alle 50 Jahre nicht mehr gesehen. Gell? Das ist so. Ernst. Und es ist auch für uns als Gemeinde, ich habe es schon gesagt, ein besonderer Moment. Wenn ich daran denke, als ein Vorgänger von mir eben mit euch da war, noch ein paar mehr, so wie schon nicht mehr unter uns, andere, die nicht kommen konnten. Ihr seid jetzt da, Grund zur Dankbarkeit, der Grund zur Freude für uns und hoffentlich auch für euch einen Tag, wann ihr wie die erste Konfirmation dann nicht so gleitig vergessen, die goldene Konfirmation. Ihr müsst nicht aufsagen, ihr müsst keine Prüfung ablegen, völlig eine entspannte Sache, das ist das Schöne daran, wenn man das im Leben rückt, oder? Muss man nicht mehr beweisen und nicht mehr einander vormachen. Man darf einfach dankbar sein für jeden Moment, den man miteinander lebt. Ein besonderer Dank heute Morgen dir, Heinz Zibach. Ich bin einfach eins auf dich los und habe gesagt, machen wir eine goldene Konfirmation. Und du hast gesagt, du hättest eigentlich schon darauf gewartet, gell? Und so sind wir zwei dahinter und wirklich, du hast mir geholfen, Adresse finden, Leute anschreiben, jedem neues telefonieren, organisieren, abmachen. Das ist ganz flott, das braucht gegen jemanden, der so den Faden aufnimmt. Also, merci vielmals. Und, well, das ist super. Und ich dachte, ja, ich wollte auch etwas mitgeben. Das Beste, was ich euch mitgeben wollte, ist einfach der Tag, der Moment, das Zusammensein, die Kirche, der Raum, die Musik. Alles, was wir kehren, einander zu sehen. Und so symbolisch noch ein kleines Geschenk. Und da ist auch mit der Heinz dahinter. Ich habe seine Werkstatt gesehen, wo er da gang hoch beschäftigt ist, als Frührentner. Und schöne Sachen mit Steinen macht und mit Holz. Und habe gesagt, machen wir doch etwas für jedes. Und das hat er gemacht. Und da ein Exemplar ist hier. Ein Häsel. Ein echter Hasli-Häsel. Männlicher Hasli-Häsel, den ihr mitnehmen dürft. Das hier ist nur das Ansichtsexemplar. Das Richtige mit Namen und Datum von jedem drauf. Wartet im Restaurant als Tischdekoration auf Elch. Und als Pfarrer bin ich ja gewohnt, aus allem etwas zu machen. Aus einem Häsel zur Konfirmation. Nein, ich habe davon geredet, etwas zum Leben. Und wir gehen auf Ostern zu. Und es ist ja nicht zufällig, dass der Hase, auch wenn er nicht mit der Geschichte der Bibel zu tun hat, symbolisch für Ostern, weil der Hase stellt das Leben dar, die Fülle vom Leben. Und das ist das Beste, was ich euch wünschen kann. Einfach weiterhin alles Gute, ein gutes Leben, jedes an seinem Ort. Und eben geniessen diesen Tag miteinander. Und ihr dürft noch ein Moment hier bleiben. Und das nächste Stück ist ganz speziell von euch, von den Flubach-Jodler
hier am Bergli. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft ihr? Ja. Ja Gott, der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Antlitz auf uns und gebe uns allen seinen Frieden. Lasst uns doch im Frieden gehen. Amen. Darf der neues Platz nehmen und dann geht es jetzt weiter mit dem
zweiten Teil mit dem Apero und wir spielen noch zum Schluss durch den Wald. Gell, wir gehen noch geschwind ein Kärli durch den Wald. Ein Marsch vom Kasi Geisser. Elisabeth, was war der erste Gedanke, was du gehabt, als die Einladung mit der Post kam? Ja, mich sehr gefreut, dass wir das machen. Also meine Schwester hat das ja auch schon gehabt. Jawohl. Das Lori von Leithold aus dem Boden. Und eben gehofft, dass man die von auswärts wieder sieht, wo man schon lange Jahrzehnte nicht mehr gesehen hat. Ja. Also du hast quasi darauf gewartet, weil du eben hast gewusst, dass das kommt. Ja, gewartet, so. Aber ja. Ich habe schon, ja. Ist das so ein eine Tradition geworden, ja. Wo man sich freut drauf. Das ist schön, ja. Wir haben einander lange nicht mehr gesehen, wir haben das nicht irgendwie ein Treffen gemacht in der Zwischenzeit. Nein, ein einziges Mal, aber ja, das ist schon lang. Ja. Und jetzt hast du schon ein paar Fäden um mich aufnehmen. Ja. Also, dann wollen wir schauen, was der Tag noch bringt. Und es war ganz schön mit dieser Musik. Ja. Das ist meine Musik. Das war super. Also, dann hat das ja passt. Ja, mal. Also, wohl. Noch einen ganz schönen Tag, Elisabeth. Merci, dass du mitmacht. Danke vielmals. Danke. Ja, Margi. Kannst du gerade noch sagen, voll Name und wo du daheim bist und von wo du heute Morgen bist gekommen? Also, ich heiße Margrit Losli, Freier Schleppi, und ich wohne seit 40 Jahren in Siegisdorf. Das ist zwischen Bern und Solothurn. Und ich bin schon gestern gekommen. Ja. Und so habe übernachtet in meinem Elternhaus, wo wir ja immer noch haben. Eben, du bist noch ab und zu hier, dass ihr das Haus noch habt? Ja, also nicht so fleissig, aber regelmässig. Ja. Manchmal kürzer abstehend und manchmal halt geht es länger. Ja. Und was ist dir so als erstes in Sinn gekommen? Goldene Konfirmation, wenn man zurückdenkt an die eigene Konfirmation? Ja,
Also wenn ich gerade an meine eigene Konfirmation, da weiss ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Also ich weiss einfach noch genau, was ich angegeben habe. Eben das Kleid, das, haben wir ja davon geredet. Ja, genau, so einen schwarzen Sommertrock und ein Sommerchili und ein weißes Blüschen, das weiss ich noch. Und da ist eben die Schneiderin extra gekommen und hat das Mass genommen. Das ist auf Mass, haben wir das machen lassen. Und das habe ich, glaube ich, nicht mehr angelegt nachher. Hast du es noch in der Schublade? Nein, oder? Keine Ahnung mehr, wo das ist. Also. Und ich weiss noch, wo wir gegessen haben, eben in Alpina. Und ich weiss noch, dass es Rahmschnitzel gegeben hat. Also da sind wir nicht weiter von fort. Ja, das gibt es heute auch wieder, oder? Heute, also da schließt sich definitiv ein Kreis für dich. Und was ich noch weiss, ist, dass es geheissen hat, von jetzt an darf ich weiterreichen. Ja. Also. Habe ich, glaube ich, den ersten Schluck Wein genommen und weiss nicht mehr, dann ob man das applaudiert, war oder nicht. Ja. Gut. Ja, merci vielmals noch. Ganz einen schönen Tag, gell, Margit. Bitte? Und alles Gute. Merci. Ja. Ernst, erzähl uns gerade deinen Namen. Wie ist das gekommen, dass du dann hier bist konfirmiert worden und er auch gekommen bist? Bist du hier gewesen, gell, wenn ich das recht habe verstanden? Ja, das ist so gekommen. Ich bin ja 1957 geboren worden, in der Kirche, Hausgeburt und so. Ich habe hier Primarschule und Sekundarschule Meiringen besucht. Ja. Und bin dann natürlich im Umfeld von dem auch hier konfirmiert worden. Beim Heinz Leuenberger den Konfirmandenunterricht besucht. Mein Vater war gleichzeitig per Zufall Kirchengemeindepräsident in der Kirche. Und so ist halt das gekommen. Ich habe dann nach der Schulpflicht ein Welschlandjahr gemacht, weil ich noch keine Lehrstelle hatte in Lennewil. Und nach dem Welschlandjahr habe ich in Meiringen nachher eine KV-Lehre gemacht. Mhm. Und nach der KV-Lehre bin ich noch geblieben bis nach der RS. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt werde ich doch langsam noch die grosse, weite Welt. Und dann habe ich in Zürich einen Stell bekommen als KV-Angestellter. Ja. Ich war dann 10 Jahre in und um Zürich gewesen. Und nachher hat es mich dann noch in Nordwestschweiz verschlagen, Basel und Umgebung. Einer, der 35 ist und einer, der 33 ist. Schön. Und ich habe übrigens auch einen Bruder gehabt, der Beat geheißen hat zum Vornamen. Ja. Der ist in 73 leider gestorben. Und so ist das ein bisschen gekommen und jetzt bin ich schon pensioniert. Eben, Ernst Winisdörfer, du hast gesagt, dein Papa ist dann Kirchgemeindepräsident gewesen. Du hast mir noch erzählt, dir hat in der Zeit geholfen, die Glocke. Ja, die Schulkinder von der Primarschule in der Kirche durften helfen bei dem Glockenaufzug. Jawohl. Ich weiss nicht mehr genau, in welchem Jahr es war. Ja. Aber das war entweder kurz vor oder wahrscheinlich vor der Konfirmation. Ja, eben so um 70 um. 71 vielleicht so, ja. Ich weiss nicht mehr genau. Ich musste ein bisschen suchen, bis ich die gefunden habe, da im Brunnrauter-Zipfel hinten. Ja, aber ich habe halt auch ein bisschen viel gezügelt, auch im 15. rum, im 2011 rum, wo Training war und so, von meiner Ex-Frau. Da bin ich in der Gegend rumgehühnert und so. Und dann war es nicht ganz einfach, mich zu finden. Ja. Das ist so. Aber jetzt ist es so ein bisschen gleich als Heimkommen für dich hier in Hasli. Ja, gerade heute Morgen, als ich über die Kirche gefahren bin, Richtung Innenkirche, habe ich schon einen Moment anhalten und durchschnaufen und so. Ja. Ist schon ein spezieller Moment gewesen. Super. Schön hat es geklappt. Die Frau mir riesig. Sehr gefreut. Und ich möchte auch dir herzlich danken für die Organisation. Sehr gerne, dass du mich gefunden hast. Ja, so, ja, ja. Das war wirklich super und ganz schön. Und auch mit diesen ehemaligen Klassenkameraden, mit ein bisschen Gesprächen und schon mit zwei, drei. Ja, was hast du gemacht, wo bist du? Genau, bist du gegangen, das ist der und Sinn. So. Ja. Das ist toll. Und also danke noch vielmals auch für deine Bemühungen. Sehr gerne, Ernst. Und eben, habt noch einen schönen Tag, gell? Und weiterhin alles Gute und Gottes Segen. Merci, Ernst. Danke dir auch. Merci vielmals, Beat. Super, danke. Ja. Urs, wir sehen einander beim Dorf. Bist du hier geblieben nach der Konfirmation oder fort und zurückgekommen? Mit wenigen Ausnahmen bin ich eigentlich eng im Hasli geblieben. Hier geblieben, so ein richtiger Hasler? Ja, ein paar Jahre bin ich, aber einfach nicht irgendwie im Ausland oder so. Ich bin erstens Zinderlach habe ich eins geschafft oder einfach so. Und sonst bin ich eigentlich im Hasli geblieben. Ich bin nachher die letzten 27 Jahre bei Kavio. Bin ich und wohne. Wie ist das für dich jetzt so? Hier in der Kirche gewesen, was du alle Tage eigentlich siehst, aber es ist eine besondere Erinnerung an die Konfirmation. Magst du dich an diesen Tag besinnen, oder? Nein. Nicht wirklich. Nicht wirklich.
Aber es ist schön, jetzt wieder Leute zu sehen, die ich zum Beispiel fast, kannst du sagen, 50 Jahre nicht mehr gesehen. Genau, ja. Ab und zu sehen wir schon, es sind nicht alle gekommen, es haben ja nicht alle kennengelernt. Ja, natürlich. Wir haben ja noch Verstorbene und ja, genau. Kranke und leider. Aber genau. Ja, ich genieße jetzt den Tag hier. Schön, ist, ja. Wenn man die eine Summe sieht und so. Können wir schon Erinnerungen an ja, ja. Geschichten. Ja. Das Einzige, was mich erinnern kann, ist mit den Leuenberger und mit den Urweider ja. Konfirmationsreise. Ja. Da kann mich noch gut erinnern. Dazu. Auch kommt dann vielleicht heute noch die eine oder andere Geschichte. Ja, das Mittag. Ist, ich weiss nicht, wir sind auf die Watt, Dünn. Mhm. Wir sind dort, ich weiss gar nicht, zwei oder drei Tage, sind wir, nein, zwei Tage sind wir, glaube ich, da gewesen. Das war cool gewesen. Gut, also. Ja. Schön, wenn es gute Erinnerungen sind. Also. Nein, nein, das ist, ja. Ist gut. Also, noch einen schönen Tag, gell? Ja, merci. Gleichfalls, merci. Kurs. Margit Neiger, du hast eigentlich recht gleich mir ein herzliches Mail geschrieben, wie du dich freust über die Einladung. Wie ist das gekommen? Was ist in dir vorgegangen, als du diesen Brief hast bekommen? Ja, nachher hatte ich ganz viele Erinnerungen. Und das hat mich einfach sehr gefreut und ich habe es nicht erwartet. Wo bist du jetzt daheim? Ich bin in Glashütte. Das ist bei Murgental, das ist bei Langenthal, ja. Im Kanton Aargau. Und du kommst nicht gerade jedes Wochenende ins Hasli, he? Nein, jetzt bin ich auch älter geworden. Ja. Aber vorher bin ich noch viel zu Berg gegangen. Schon, ja. Ja. Und im Dorf bin ich eigentlich weniger so unterwegs, aber ich gehe gerne in die Berge. Ja. Ja. Und jetzt hier in der Kirche wieder eins zu sein und ein paar vertraute Gesichter zu sehen und mit Leuten zu reden, ist so, wie du das hast ja. Ein bisschen vorgestellt. Also es ist einfach sehr schön und wie du auch gesagt hast, es ist schon berührend. Ja. Und es ist auch ein Eintauchen in die Vergangenheit. Ja. Ja. Also es ist viel mehr als ja. So vordergründig. Ja. Ja, in dieser Zeit zurückzugehen. Ja, ja. Ich hoffe, gute und Erinnerungen. Vielleicht kommt auch anders an. Ja, das Leben bringt Mängs, gell, Margrit? Genau. Ja. Ja. Aber schön, hast du so positiv eben sofort reagiert, hat mir ermutigt. Und schön, sind so viel gekommen von diesem Jahrgang. Das ist nicht selbstverständlich. Ich wünsche dir ganz ein schönes Zusammensein mit allen. Sie sind schon ein bisschen ins Gespräch gekommen, nehme ich an, gell? Und, ja. 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 Ich freue mich ja. Auf also. Die Begegnungen mit meinen, ja. Ja, mit meinen Schulkollegen, wo ja. Ich ja doch 9 Jahre zusammen ja. War ja. Und viel teilt und ja. Auch in der Konfirmation ja. Ja. Und auch das Jahr, also ja. Wie sagt man, Unterweisung oder ja, so. Genau, ja, ja. Spannend gewesen. Spannend gewesen, ja gut. Merci viel, viel mal. Schön, bist du da. Genieß den Tag. Ja, danke. Merci, Margit. Ja, jetzt geht zwei von diesen Goldkonfirmanden bei mir auf dem Röbettli. Christine, Uli. Ihr habt gefunden, dass zwei geht das ein bisschen ringer. Das ist schön. Die hat doch gerade sagen, vollen Namen. Was seid ihr jetzt daheim? Ja, dass wir gerade alle wissen, mit wem wir es zu tun haben, Christine. Christine Bisegger. Ich bin in Spiez daheim. Mit 60 habe ich mich pensionieren. Ich habe, nachdem ich Drogistin gemacht habe, noch gewechselt, bin auf die Kantonalbank. Und mit 60 habe ich gefunden, jetzt reicht es. Schön. Uli? Ja, mein Name ist Uli Huber. Also Uli haben wir da gesagt in der Kirche. Ja. Ich bin im Aargau daheim im Moment noch, in Britnau. Ich habe aber in der Kirche noch ein altes Haus am Bauen ja. Sein und irgendwann wird es sehr wahrscheinlich wieder zurückkommen. Eben, dich sieht man ab und zu in der Kirche. Ja. Wann bist du das letzte Mal so hier in der Kirche gewesen? Wir sind eigentlich nur mehr in der Kirche. Wir haben ein Häuschen noch am Hasliberg. Und dann gehen wir etwa von Meiringen aus rauf oder eben auf Meiringen gehen, einkaufen. Ja. Aber in der Kirche bin ich nicht mehr. Selten, ja. Aber du hast vorhin erwähnt, ihr habt eine besondere Erinnerung an die Konfirmation oder an Pfarrer Leuenberger.
der da ist gekommen ist. Wollt ihr davon erzählen? Ja. Weißt du noch? Ich weiss nicht mehr so genau. Also ich weiss echt, es war ein junger Fahrer, lässig, hat immer schnelle Auto gegeben. Und ist halt von dem her vielleicht nicht ganz bei allen so gut angekommen in der Kirche bei der älteren Generation. Also hat Albert auch schon so ein bisschen, ja, Differenzen gegeben, eigentlich nicht weiss. Ja. So junge Fahrer und Auto. Mhm. Dann war ich, glaube ich, geschieden irgendwie. Ich weiss gar nicht. Irgendetwas war wieder lock. Ja. Ja, für einen Fahrer schickt sich doch das nicht. Ja. Ja. Das ist so das, was ich noch weiss. Also, mir hat mein Schwester gesagt, ich sei fest verliebt gewesen. Und dass er Porsche gefahren ist, das weiss ich nicht. Ja. Aber im Kampflager haben wir im Salz abgefusset, da ins Bett. Ja. Es hat geheissen, dass die Tage Wasser ziehen. Und dann hat er uns verwutscht. Und du bist dabei gewesen und wir müssen säckeln. Bis um den nächsten Hausecken und dann hat er nicht mehr mögen. Und dann durften wir laufen. Das weiss ich nicht mehr. Also schön, wenn da so Geschichte wieder kommen, man kann erinnern, weisst du noch, wie das war. Toll habt ihr mitgemacht, toll habt ihr euch angemeldet. Du bist ziemlich als Letztes noch dazugekommen, gell? Schön hat es geklappt. Mitfahrgelegenheit hat auch geklappt. Also euch auch ganz einen schönen Tag. Viele gute Erinnerungen, die kommen. Schön zusammen sein. Flott seid ihr dabei. Merci vielmals. Merci auch, danke. Sehr gerne. Danke dir. Merci. Kurt Zibach, du wohnst ja hier. Bist du hier daheim? Nach der Konfirmation bist du fort oder bist du gerade hier geblieben? Bist du so ein Ur-Innerkirchler? Ich bin in der Innerkirche geblieben. Ich habe die Innerkirche die Lehre gemacht, als Methodenschlosser. Und jetzt heute die anderen um jetzt gesehen. Wie ist das? Das ist schön, dass man das jetzt wieder sieht. Ich habe auch die, die hier sind. Ja, die siehst du. Aber und so, oder? Dort mit Papa, ja. Mit den anderen nicht bei Dörfern, aber wie hier die Zeit ist, ich muss noch drin da. Ja, klar. Drin da. Ja. Und dann, vor 8 Jahren, ist Jan Jahrgänger von uns gestorben, Mannholzer Fredl. Mhm. Und dann habe ich auch organisiert, oder geschaut, dass ich die Adresse bekomme, oder? Und ja, haben. Und habe eigentlich praktisch alle verwischt, oder? Ja. Und da habe ich dann und dann angeleitet, aber durch, weil sie um mehr zu arbeiten und auch nicht kennen, sind ja nicht alle gekommen, oder? Ja, klar. Und jetzt, wo ich sehe, habe ich natürlich ein paar schon noch kennen, aber so wie Sali Ernst und Finnisdörfer. Ja, eben. Und ja. Den Seller habe ich seit der Konfirmation wirklich nie mehr gesehen. Er ist doch brav, oder? Ja, das ist brav. Ich habe gesagt, das ist schön, also, oder? Ja. Ja, das ist klar. Ich habe dass nicht alle haben kennen können. Und ja. Dann sind noch ein paar gestorben, oder? Und, ja. Aber das ist das Leben heute. Ja, so. Genau. Ja, dann habt noch einen schönen Tag, gell? Ja, merci. Flott. Alles Gute, das andere Mal. Merci, Kurt. Danke. Danke dir, gell? Ja. Brücker Hans. Von Innerkirchen. Wir sehen Andi ja fleissig, gell? Du bist hier daheim. Gäng daheim gsi. Ja, ich bin eigentlich hier in Zeppigen aufgewachsen. Ja. Nachher die Schule von Zeppigen oben. Und nachher, als ich aus der Schule bekam, bin ich eigentlich der Schule zur KWO. Ja, ja. 48 Jahre bei der KWO. Ja, flott. Manche Schönes erlebt, aber zuletzt hat es mir da nicht mehr so gefallen. Ja. Dann habe ich gerade ein Jahr für euch aufgehört. Ja, ja. Und jetzt habe ich einfach noch etwas fehlen. Ja. Pensioniert, aber wir müssen gerne ein bisschen bewegen. Genau, das, geht dir gut dabei. Ja, ja. Ja. Und du hast dich sofort angemeldet. Ja. Was hast du gedacht, als die Einladung ist gekommen hast? Ja, da dachte ich doch gar nicht. Da gehst du, da sieht man ein paar Leute. Coole Sache, oder? Wir haben uns wieder alle gesehen und miteinander etwas reden. Und das. Eben, ich glaube, es kommt gut, gell? Also bis jetzt hast du gefragt, dass so viele sind gekommen. Oh, merci vielmals, dann einen ganz schönen Tag, gell? Ja, und flott hast du mitgemacht. Merci, Hans. Danke. Ernst Sali, du hast gerade gesagt, viele haben dich nicht mehr bekannt hier. Das heisst, du bist hier konfirmiert und nachher fort. Wo bist du? Wie ist das gekommen? Ich bin konfirmiert worden, zwei Ringe die Lehre gemacht und mit 20 bin ich ausgewandert, 3 Jahre beim Spiel gewesen, ja. Und seit 42 Jahren bin ich spät heimisch und bleibe wahrscheinlich auch dort. Ja. Aber
kommst du ab und zu ins Hasli, oder ist das wirklich... Wo die Eltern noch gelebt haben, bin ich regelmässig gekommen. Ja. Und jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin wenig da. Aber jedes Mal, wenn ich auf dem Friedhof bin und die Eltern das Grab suchen, schaue ich ringsherum und ich muss sagen, das ist fast jedes Haus, jeder Baum und irgendetwas ist eine Erinnerung drin. Es ist einfach etwas, wo man da ist. Genau, ja. Wo man Herz ist, genau. Und jetzt hier in der Kirche umherziehen, ist das auch ein Teil von dem? Die Kirche ist die Konfirmation, die Hochzeit von meiner Schwester, oder? Ja. Die Beerdigung von meinen Eltern. Ja, es ist schon. Ja. Ich habe heute den ganzen Tag habe ich die farbigen Fenster angeschaut. Oder ich habe schon als kleines Kind, als ich das erste Mal da war, bewundert. Das ist etwas, was immer innen ist. Schön, ja. Dann war das für dich klar, da komme ich, das ist eine gute Sache. Ja, ehrlich, im ersten Moment habe ich noch gedacht, wollte ich das noch. Ja. Für mich ist eigentlich das ein abgeschlossen gewesen, das Kapitel. Ja. Da ein neues Leben an einem anderen Ort. Ja. Aber da ist der Moment gekommen, wo ich will das Neues sehen, ich will die Schulkameraden sehen. Ja. Also, ja, alle halt ein bisschen alt geworden in den letzten 50 Jahren, aber gleich ist da auch noch ein Gefühl vorhanden, wo gemeinsam Also da hoffe ich schon, dass eben das Gute eigentlich das ist, was bleibt. Und wenn du doch hast entschlossen zu kommen heute, dass das ein guter Entschluss ist, dass das ein guter Tag ist. Super, ja. Wenn es in Kirche gehen, so wäre ich heute, gibt mir vielleicht auch ein bisschen mehr. Das ist wirklich ein schönes Zusammensein. Merci, bist du gekommen. Und weiterhin ein schönes Zusammensein, schönen Tag, gell, und hab's gut. Alles Gute. Ciao, Ernst. Merci. Genau. Ja, Heinz, jetzt haben wir da schon ein flottes Programm. Wie taucht es dir? Du hast mir ja geholfen, das Ganze zu organisieren. Ist es so, wie wir haben erwartet? Ja, also ich muss es ehrlich sagen, es ist höher gehört. Gut, ja? Ja, es ist super. Die da sind, haben jetzt alle schon hier auf dem Ruhebettchen begrüssen. Dann bin ich der Letzte noch. Und kann dir sagen, alle haben wirklich das Gefühl, es sind eine super Sache. Und merci noch eins, hast geholfen, organisieren. Das ist gerne geschehen, das habe ich gerne gemacht. Wohl. Du bist ja hier, gell? Und einer von denen, es braucht einfach jemanden, was an die Hand nimmt. Ja, das ist immer so. Jemand muss ein bisschen. Und ich dachte, das ist ja keine Arbeit, das ist ja Freiheit. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, wieso nicht? Ja. Und jetzt hast du schon viele Geschichten gehört. Ja, und das habe ich schon noch nicht von allen. Und jetzt habe ich das da ich schon ein bisschen Gespräch gegeben. Und das hat mich ins Hören gehört. Und das sind Liter wie, wo man wirklich 50 Jahre nicht mehr gesehen hat. Ja. Wahnsinnig eigentlich. Ja, eben. Zeit geht, hä? Ja, die Zeit geht. Aber es geht allen gleich. Genau. Ja, dann geniessen wir den Tag noch. He. Jetzt gehen wir zum nächsten Teil. Genau. Schmutzige Wurst und etwas Gläschen Wein haben. Genau, gemütlich zusammen sein. Und ja, also. Super. Merci Neues, gell? Merci auch viel. Das ist eine flotte Sache. Jetzt danke dir. Bis nachher, hä? Ja, bis nachher. Merci.